Ja. Ja, der ist zu weit. Der ist zu weit leider. Hau die nicht hier. Es ist ja. Uiuiui. Ui, ui. Den kann ich dir leider noch nicht schenken. Oh. Wow. Okay. Der war doch schon drin. Ah, ui. Shit, das ist das Problem. Guter Stroke. Oh. Nein. Der lippt aus. Good Golf aus dem wunderschönen Bad Tölz, und zwar vom, hier hinten ist das Logo, Golfclub Isarwinkel e.V. Ich freue mich heute total, hier zu sein. Wir spielen 9 Loch. Ich stelle euch gleich auch meinen Gast vor. Eigentlich wollten wir 18 Loch in Valais spielen, aber das habt ihr vielleicht mitbekommen. Es hat so viel geregnet in Bayern in den letzten Tagen und die Plätze sind allesamt gesperrt immer noch, auch Valais. Und ich muss mich sehr bedanken bei ihm hier, Mike Hüsken. Der hat uns das... Dich kann man einfach immer anrufen, so spontan. Ja. Und du bist der Mann, der dann sofort einen Notfallplan hat und uns hierher gebracht hat. Immer gerne. Vielen Dank, Mike. Gerne. Den lernt ihr übrigens auch noch mal kennen. Mit Mike spiele ich auch irgendwann noch mal. Also in der Golfszene bekannt wie ein bunter Hund. Und du hast uns das heute hier möglich gemacht. Und hast auch noch eine Überraschung dabei? Ja, ich habe für euch für die provisorischen Bälle ein paar Tees mitgebracht. Für die provisorischen Bälle? Reicht das, glaubst du? Könnte klappen. Ach, da steht dein Name drauf, Hüsken. Ja, genau. Weil der Mike macht da was mit Bedrucken. Aber das lernt ihr in dem nächsten Video. Sollen wir noch ein paar Tees verlosen? Also, der Roman und ich werden sicher nicht alle brauchen. Das heißt, wir verlosen ein paar Tees hinten raus noch. Also, die werden ein bisschen reichen. Also, Mike, vielen Dank. Gut Golf, ne? Gut Golf. So, und jetzt holen wir ihn dazu, den lieben Roman. Servus, Roman. Hey. Servus. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Also, ich bin jetzt auch gespannt, was hier ist. Also, wie gesagt, mit dem Regen ist das echt ein bisschen blöd, aber wir machen es. Also, wir sind. Hast du eine blöde Zeit ausgesucht, um nach München zu kommen? Ja, also eigentlich ist es ganz okay, aber ja, wenn es nicht regnet, ist es ja okay. Ja. Stimmt. Und der Platz hier, wunderschön, oder? Gibt es sowas in den USA? Also so. Ja, so. Verwachsen in die Berge rein. Also, da ist es ja alles eher so ein bisschen weitläufiger, oder? Nee, das stimmt, ja, genau. Ist alles eher offen, aber ich liebe das auch. Ich bin hier dann aufs Land gefahren. Ich bin ja auch hier aufgewachsen am Ammersee, also hier am Land, das ist wunderschön. Also die zweite Heimat, das ist schön, ja. Roman wohnt nämlich in den USA, hat aber eine deutsche Kindheit verbracht. Der Papa, ein Prominenter, über den sprechen wir später noch. Mhm, der Thomas Gottschalk, den kennt ihr mit Sicherheit auch. Mhm. Und du machst jetzt auch einen Golfblog, ne? Genau. So haben wir uns quasi kennengelernt. Genau, über Instagram. Und Roman spielt fantastisches Golf. Was hast du für ein Handicap? Ja, es ist leider jetzt ein bisschen hochgegangen wieder, aber 9 bin ich jetzt. Es war einmal, in den guten Tagen war es mal 6, aber ja, es ist halt Golf, so ist es halt. Aber du willst jetzt keine Schläge vornehmen gegen mich? Weil, nee, also wenn wir Matchplay machen, das ist okay dann, aber ich weiß, du bist ein guter Golfer, aber wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Folgen gesehen, also es kann bei jedem passieren, dass man mal schlecht ist, ja, also da. Genau, hoffe ich, hast du einen schlechten Tag. Und pass auf, ich habe eine. geht schon richtig los. Pass auf, wir spielen ein besonderes Matchplay. Und zwar, wenn ich das erste Loch gegen dich verliere, habe ich am zweiten Loch einen Schlag vor. Ah, genau. Wenn ich zwei Löcher verliere, zwei Schläge vor und so weiter, ne? Okay, dann machen wir es so. Und wenn man dann das Loch wieder gewinnt, ist wieder bei null. Ist genau, das, okay, das habe ich letztes Mal gesehen. Ja, genau, machen wir es so. Ja, cool. Perfekt. Und was spielen wir? Hast du eine Idee? So, Abendessen oder? Ums Abendessen. Das ist doch eine gute Sache. Also wir spielen ums Abendessen. Ja. Und jetzt gehen wir mal zur 1. Ihr könnt ganz wichtig kommentieren, Abo dalassen. Alle Infos zu Roman sind übrigens unten eingeblendet. Ja. Und ich freue mich total, deine Geschichte zu hören. Ja. Und wir sagen ja immer, normalerweise in Deutschland sagst du ja immer, ein schönes Spiel, ne? Genau. Aber hier sagt man, weißt du? Gut Golf, ja. Du hast gerade noch in Hamburg gespielt, gell, beim Pro-Am? Genau. European Open. Ja, das war super cool. Also mit dem Nikolai von Dellinghausen. Hast du gespielt? Ach, geil. Mike Krüger war auch in meiner Gruppe. Der ist mit dem hast du ja schon mal gespielt. Genau, ne? Ist so die andere Supernase. Und der hat mir so Hamburg jetzt ein bisschen gezeigt. Ja, auch Hamburg hat richtig schöne Golfplätze, muss ich sagen. Ja, richtig cool. Musst du, wenn du mit Mike Krüger spielst, also wenn ich mit Mike Krüger spielen würde, würde ich die ganze Zeit lachen müssen. Da kann man sich ja gar nicht konzentrieren, Ich weiß, ja. Genau, so ist es. Also er spielt Golf. Mit meinem Dad habe ich auch mal so ein Bit gemacht, aber der spielt halt gar nicht Golf oder so. Warum eigentlich nicht? Der hat doch Zeit jetzt. Keine Ahnung. Also, will er nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er auch nicht die Geduld oder die... Das dauert ja ein bisschen Golf. Ich glaube, er muss immer was machen und so. Und deswegen, ja. Lieben, das heutige Video wird unterstützt von Readly und damit vielen Dank. Readly, das ist eine richtig starke App, die ich auch wirklich viel nutze zu Hause. Immer auf der Couch, wenn ich mal nicht Golf spiele oder die Videos schneide. Dann sitze ich hier und lese Zeitschriften und dafür nutze ich Readly. Oft auf dem iPad. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Schaut mal, hier habe ich die App installiert. Und so sieht sie dann aus und man sieht sofort, dass es eigentlich alle wichtigen großen Zeitungen, Zeitschriften hier gibt. Über 7000 sind es insgesamt, was natürlich für mich ganz, ganz wichtig ist auch,
verschiedene Golfmagazine. Richtig cool natürlich auch, dass man da die ganzen alten Ausgaben lesen kann. Und wenn man eben mal nicht online ist, kann man sich die Ausgaben auch einfach downloaden und speichern und kann sie dann jederzeit lesen. Mir geht es oft so, ich sitze hier auf der Couch und bin zu faul, zum Zeitschriftenladen zu gehen. Und dann kann man einfach die App starten, die es übrigens fürs iPad gibt, für den Browser, aber natürlich auch fürs iPhone in den verschiedenen App Stores. Das Ganze funktioniert in einem Abo-Modell. Und das Abo könnt ihr natürlich jederzeit kündigen. Aktuell gibt es eine gute Aktion, da kriegt ihr 2 Monate für 1 Euro. Probiert es mal aus, alle Infos zu Readly sind unten in der Videobeschreibung drin. Ja, ein bisschen was, gerade der Mast dahin. Man muss ja auch dazu sagen, Roman, wir machen hier einen Kaltstart, ne? Ja, der war nicht so geil. Stopp. Wie oft bist du aktuell in Deutschland? Wie gesagt, jetzt ein bisschen mehr. Ich mache ja meinen YouTube-Channel und da mache ich doch jetzt eher deutsche Folgen. Und da versuche ich das jetzt immer so rumzuplanen, 2-3 Mal pro Jahr. Ja. Und aber ihr bleibt in USA, also das ist keine Option, nach Deutschland zu ziehen mal irgendwie, sondern ihr fühlt euch da wohl? Und ja, auf alle Fälle. Also meine Frau hat da ihre Familie halbe Stunde entfernt. Ja. Meine Mutter ist in LA-Gegend, also auch 2 Stunden entfernt. So. Weil Papa wohnt ja wieder hier, glaube ich, ne? Genau, der ist jetzt wieder hier. Aha. Ich sehe ihn nicht so oft, hab ihn mal kurz gesehen, was schön war zum Abendessen. Aber es ist auch richtig gut für meinen Sohn, der das Deutsch und so. Ich spreche mit ihm Deutsch, dass cool. Ich das so mache und so. Das ist gut für ihn. Ja. Und wenn du sagst, du machst deinen YouTube-Kanal, was machst du eigentlich sonst beruflich? Ja, wie gesagt, ich habe früher bei Cobra Puma gearbeitet, okay, im Marketing. Aha. Und da war ich, aber ich habe mir dann, als mein Sohn auf die Welt kam, jetzt so ein bisschen Pause genommen. Und ja, jetzt halt mache ich YouTube. Eigentlich ist es jetzt eigentlich nur YouTube. Und ja, da setze ich jetzt irgendwie alles drauf. Mal schauen, wie es wird. Ja. Und zieh. Sehr schön. Danke. Ah, stopp. Ja, der ist gut. Oh, leider kein Members Bounce. Gibt es das in den USA auch? Members Bounce, kennst du? Ja, klar. Ja, die zählt man, ja. Ich habe einen neuen Putter, der bin ich noch nicht so richtig gewöhnt. Geil, den kriege ich auch. Kriegst du den? Der ist mega. 38. Genau, der ist ziemlich lang. Ja, der ist bestellt, der Cruiser. Ja, der ist echt gut. Ja, sehr geiler Putter. Ja, das ist leider shit. Aber der ist natürlich geschenkt, oder? Ja, okay. Kann man dir den schenken? Ja. Okay. Dann kriegst gleich die Paarfaust. Kennst du die Paarfaust? Oh ja, genau, okay. Die gibt's gleich. Aber ich muss jetzt schauen, dass ich das Loch noch teile. Oh, schön. Paar und Paar. Klatsch. Habe ich noch gerettet. Ja, sehr schön. Also, wir teilen an Loch 1. Also, du hast dann, wenn du in Deutschland bist, dein Golfbag natürlich immer mit dabei. Ja, ich habe mir jetzt sogar ein paar neue Schläger in Amerika machen lassen. Ja. Und habe jetzt diese Bag, das ist meine alte Bag, die lasse ich jetzt dann hier. Okay. Und wenn man nicht mit Familie und so reist und so, ist es dann doch super lästig mit dem Kleinen so. Und habt ihr eine Wohnung dann hier? Also könnt ihr immer pennen oder bist du im Hotel? Ja, meine Mutter hat eine Wohnung hier. Okay. Da ist sogar ein Kinderzimmer drin für meinen Sohn und so 3-Zimmer-Wohnung ist perfekt. Ja. Ja, super. Roman, das hat er vorhin erzählt, ist ja hier in der Nähe aufgewachsen, beziehungsweise am Ammersee. Genau. Nicht in München, ne? Also Inning am Ammersee, also wie gesagt, aber schon eher, das ist ja außerhalb München. Ja. Oder Landkreis Starnberg. Ich bin in Starnberg auf diese International School gegangen. Ja. Auf alle Fälle Bayern und so, das ist meine zweite Heimat, würde ich sagen, ja. Ja, bravo. Sehr schöner Schlag. Danke. Ja. Das ist natürlich ein bisschen links. Aber da, ich glaube, ja, hast du ja 72 Meter, hast du ja gesagt, oder? Dann ist das. Ja. Aber er liegt natürlich jetzt blöderweise genau hinterm Baum. Meinst du? Okay. Du, Roman, wusstest du eigentlich, dass ich bin ja eigentlich Sportreporter, ne, und arbeite in den Medien. Das habe ich jetzt, genau, das habe ich jetzt auch gesehen ab deinem anderen Instagram. Genau, das ist ja so eigentlich meine, ja. Genau, bei Amazon Berufung. Oder wie? Genau, bei Amazon Prime arbeite ich und beim Bayerischen Rundfunk. Cool. Und weißt du warum?
Wegen deinem Vater. Okay, Thomas Gottschalk war immer so, als ich Kind war, ne, wir haben natürlich immer alle Wetten, das geguckt und ich wollte immer dein Papa sein. Cool, das ist toll. Ja, aber du wolltest nie in die Richtung gehen? Ja, es ist halt immer, es hat auch viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern haben mich da eher gehütet, so ein bisschen. Ich weiß es nicht, ob man Also du meinst rausgezogen aus der Öffentlichkeit? Ja, genau. Ich weiß nicht, ja, manchmal auch versteckt. Die haben mir dann so manchmal andere Namen gegeben und so im Fußballclub und so. Dann war ich dann auch irgendwie... Also andere Nachnamen quasi? Ja, so genau. Dann, ein bisschen so inkognito. Und deswegen war auch ein großer Grund, wieso wir nach Amerika gegangen sind. Da kennt halt keiner meinen Vater so. Weil er ist schon sehr bekannt, ne? Genau. Also das ist schon krass. Wie gesagt, meine Mutter fand das dann auch immer... Wir mochten also dieses Private und er hat das immer so auch richtig gut unterscheiden können, wie er das gemacht hat. Und das war auf alle Fälle, ich bin jetzt sehr, sehr froh mit der Entscheidung, in Amerika zu leben. Und ja, das ist jetzt auch mehr mein Zuhause. Aber was ich ja halt schon faszinierend fand, du warst ja dann sicher bei diesem, also Thomas Gottschalk, ich meine, ihr kennt den mit Sicherheit alle und Wetten, das habt ihr sicher auch damals mal gesehen. Da waren ja wirklich die ganzen Stars. Warst du da manchmal so mit dabei? Hast du die kennengelernt? Ja, so im Hintergrund war ich. Ich war dann immer so in der Garderobe von meinem Dad und habe ihn da immer so mitgefolgt. Das war schon cool und das war auch so die Zeiten, die ich mit ihm verbringen konnte. War daher, Late Night hat er ja auch früher mal gemacht und das war so nach der Schule, dann hat er mich abgeholt. Habe ich das mit ihm so abends durchgemacht und ja, dann kamen halt lauter so Stars und da war noch so die Zeit, wo man nicht so richtig Selfies gemacht hat und immer Autogramme wollte und so. Und da hatte ich auch so ein riesen, Binder mit Autogrammen und so. Wer war für dich der Größte, den du getroffen hast? So? Wer war denn das? Also, Gott, ja, natürlich immer die Fußballer, so, mein Effenberg war mal ziemlich cool. Ich habe das irgendwie ein bisschen blöd gemacht, der hat mir sein eigenes Spieltrikot gegeben, Matchworn. Unterschrieben. Aha. Und ich war dann, da war ich noch ein bisschen jünger, ich so, Gott, wieso hat der das unterschrieben? Ich wollte es ja anziehen und so. Und da habe ich das versucht, die ganze Zeit in der Waschmaschine abzumachen. Da war ich, das war so blöd. Und, aber ja, wie gesagt, das war halt dann ziemlich cool. Dann konnte ich halt mit ihm so die Zeit verbringen. Und er hat sich auch immer die Zeit genommen, mit ihm dann machen und so. Ja. Cool. Ah, das ist er. Ja. Aber der ist okay. Der geht da auf die kleine Entenfamilie. Ja, genau. Aber links davon. Ja, ich wollte lieber sicher sein. Ja, genau. Du wolltest nicht die ersten Birdies machen. Ich habe so was Komisches gerade. Das hatte ich schon immer. Also am Schwung meinst du? Ja, ich habe dieses, das, was ich immer habe. Ich gehe ein bisschen outside in und das hindert mich auch so richtig so durchzukommen im Golfschwung. Und ich nehme immer auch Golfstunden in Amerika und dann, das ist immer das Schwere dann, das vom Golf, von der Range auf den Golfplatz rüberzusetzen. Ja. Und das einfach alles, das zu vertrauen. Also ich glaube, du spielst ja, wie lange spielst du schon? Ich habe jetzt während Corona habe ich wieder angefangen, aber also ich habe mit 17, 18 habe ich zum Golfspielen angefangen. Ah, genau habe ich so, wie ich, ja. So studentisch halt gespielt, so ein bisschen, aber ohne Unterricht. Also alles so mit YouTube und habe jetzt während Corona richtig angefangen mit Trainer. Und auf dem 3 Handicap hast du dich dann, bist du so oder einstellig. Was? Einstellig. Okay, genau, ich habe immer 3. Also theoretisch steht es gerade auf dem Papier, weil ich ein paar gute Runden gespielt habe, aber oft ist mein Problem die Kamera. Also weißt du, wenn ich das hier alles so mache, wenn ich die Kamera dabei habe, das bringt mich schon ganz schön raus. Ja, du hast ja den Luxus, dass du einen Kameramann dabei hast. Ja? Genau, deswegen, wenn ich das alles so hätte, wie du das machst, da habe ich viel Respekt. Ja, perfekt. Ja, ist gut. Stopp. Ja. Leichter Draw. Geh. Okay. Ja, ich glaube, okay. Bin zufrieden. Der ist sehr gut. Ich glaube, dass der auch schön noch so rumkommt. Und ja, da bist du auf alle Fälle zufrieden. Ja. Ja, Chunky, ja. Aber der ist zu kurz. Leider. Aber doch. Und doch, der ist noch. Ja, der ist okay eigentlich. Ich habe gedacht, der wäre. Viel zu kurz, gell? Ich habe gedacht, der wäre viel zu kurz. Aber ja, war gut. Hast du 9 genommen? 9, ja. Ja, gut, dass du, ja. Spielst du dann überhaupt noch, Roman, ab und zu so privat für dich? Ich spiele schon privat gerne Golf. Also. Ich gehe gerne auf die Driving Range, ein bisschen üben und so mache ich oft und dann spiele ich eigentlich schon einmal pro Woche auf meinem Golfplatz. Ist so am Samstag so eine Gruppe, mit denen spiele ich dann immer oder mit meinen Kumpels dann ab und zu. Also, und ihr trinkt immer Bourbon. Genau, das war so die Idee, da war die eine Folge, genau, Bourbon for Birdies. Aber wir haben gar keine gemacht und das war, und das passiert dann eigentlich auch. Dann nach einer Weile kriegt man dann kein Birdie und dann macht man ein Birdie für Paar und dann am Ende ist man betrunken. Genau, deswegen, in Amerika ist es ein bisschen lockerer. Es kommt darauf an, mit wem man spielt und so. Also ich finde, in Deutschland machen die das nicht so viel, ist auch eher Exercise, man läuft ja viel in Deutschland und wenn man dann halt so im Golfkart ist, hat man halt gerne mal so ein Bier und
Dann wird es dann 2 Bier, 3 Bier. Aber was würdest du sagen, ist in den USA ist es schon sehr viel auch, ist es sehr viel entspannter als in Deutschland. In Deutschland ist es schon sehr steif teilweise, oder? Ja, aber ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen entspannter jetzt, auch mit der Platzreife. Wenn ich jetzt auch hier immer komme und so. Ich meine, jetzt dürfen wir auch hier spielen und so. Und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen entspannter geworden. Aber natürlich hat man dann auch die ganzen Golfplätze. Also auf dem Country Club, wo ich bin, da kann es schon ein bisschen steif sein. Man muss das Hemd, da muss man einstecken, was ich auch nicht verstehe, um ehrlich zu sein. Aha. Also ich dürfte mit meinem Outfit so nicht spielen? Ich glaube, auch mit der Jogginghose bin ich mir das auch nicht sicher. Das ist keine Jogginghose. Ja. Das ist eine Golfhose. Genau, die Jogginghose. Aber genau, da muss man halt Hemd einstecken. Aber dann gibt es auch die Public Golf, also bei Torrey Pines, da sieht man halt die am Wochenende dann. Aber dann stehst du manchmal hinter denen, dann spielst du 5,5 Stunden für eine Runde und das ist dann auch ein bisschen nervig, aber es macht Spaß. Deswegen trinkt man dann halt ein Bier dann, deswegen, weil man die ganze Zeit wartet und so. Ja. Da sprechen wir gleich noch drüber, weil das ist ein Thema, da werde ich auch ganz viel von euch angeschrieben zu meinen Hosen, zu meinen Outfits. Aber da erzähle ich euch gleich was zu, Roman, da erzähle ich dir gleich was zu. Wieso also, das ist? Genau. Ich liebe den Stil, also ich würde es auch gerne machen, aber wie gesagt, bei mir, beim Golfclub, wo ich meistens spiele, aber dann gehe ich dann auf eine normale Range und da bin ich dann total entspannt mit T-Shirt, das ist vollkommen okay, also ich bin... Ja. Ich finde es gut, ich finde es auf alle Fälle gut so. Ich möchte das so, aber kommt drauf an, wo man spielt, das ist immer die Sache. Sit! Ja. Oh, der ist zu weit. Der ist zu weit leider. Ich hau die nicht hier, es ist ja. Uiuiui. Den kann ich dir leider noch nicht schenken. Ich weiß, ja klar. Oh! Nein! Wow! Okay. Der war doch schon drin! Ich weiß, ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Krass. Bogey, oder? Bogey. Ja. Bravo. Ja, dich mal. So, one up. Ja. Du kriegst die Parfaust. Danke, ja. Schön, Roman. Danke. Roman ist jetzt one up, das heißt, ich habe jetzt einen Schlag vor und ich habe gerade zu Roman gesagt, das ist ja ein ganz cooles Format und Roman hat gelacht und gesagt, ja stimmt, da gewinnt dann gar keiner am Ende. Was sagen Sie in den USA zu deinem Nachnamen? Also wie wird das ausgesprochen? Oh man, ja, es ist, ja, ich gebe schon auf, ja, Gottschalk. Gottschalk. Gottschalk, so wie Kreide, nämlich Chalk ist ja Kreide. Ja. Meine Frau sagt schon sehr gut, aber ich glaube, die hat es noch nicht hundertprozentig raus. Aber sie heißt wie du. Sie heißt so. Genau. Aber sie spricht kein Deutsch? Eigentlich doch ziemlich gut. Also sie hat mal so einen Deutschkurs gemacht, wo sie in Berlin, bevor mein Sohn geboren war, in Berlin war. Das hat sie zweimal gemacht für so einen Monat und das hat ihr sehr geholfen. Also ja, aber sie, es ist schon schwer, es halt die ganze Zeit zu benutzen und so. Wir benutzen es dann nicht so oft und da war auch so der Anfang, als mein Sohn auf die Welt kam, irgendwie der eine soll nur mit ihm Deutsch reden, sie soll nicht mit ihm Deutsch reden. Aber jetzt, deswegen, wenn wir alle zusammen nach Deutschland gehen, dann aber es ist halt das Problem, jeder spricht dann mit einem Englisch. Das, ja, natürlich. Das ist jetzt bei mir auch so in München. Die wollen alle Englisch üben. Das regt mich irgendwie auf, weil ich rede dann einfach immer Deutsch zurück. Das ist bei meinem Sohn jetzt auch so. Ich bin da dickköpfig, ich rede einfach Deutsch weiter. Und ja, meine Frau muss das auch ein bisschen machen. Aber bei ihr reden sie dann auch immer Englisch. Und ich so, Gott, wieso? Ah! Ui! Shit, das ist das Problem. Das habe ich beim Pro-Am so oft gemacht. Ehrlich? Ja, leider. Ja, der ist ein bisschen weit rechts, aber ist der reingehoppelt? Ich habe ihn am Ende nicht ganz gesehen. Ah. Ich halte. Gerecht. Nein. Oh Gott. Oh no. Oh shit. Okay, dann muss ich noch einspielen. Jetzt ist der dir ganz ausgebounced. Ja. Nein. Halt dich. Ah, okay, der ist kurz. Ah, shit. Der bleibt liegen. Der, alles gut, Roman. Ja. Jetzt hatte ich ja gerade gesagt, also ich kriege viele Nachrichten wegen dieser Outfits. Ich habe die ja auch erst so in diesem Jahr, dass ich da so ein bisschen ausprobiere und mal so ein bisschen was anders mache, weil das ist auch so mein Ziel von diesem Golfkanal, dass man sieht, dass es einfach nicht so spießig sein muss. Genau. Dass es einfach auch entspannt sein kann und das ist ja gerade so auch mit den Outfits. Mhm. So dieses, dass man ein Hemd in die Hosentasche, in die Hose stecken muss. Ich finde es auch blöd. Aber wie ist es hier auf den Golfplätzen so? Also es gibt ja ein paar richtig schöne Golfplätze so. Aber da habe ich auch welche gesehen, die ihr Hemd dann, ich weiß nicht, ob das nur beim Üben ist, aber das ist da ziemlich relaxed hier anscheinend, weil auch so richtig. Es kommt darauf an, wo. Also es gibt so ein paar Golfplätze, da musst du einen Kragen haben. Ne? Also da musst du das Hemd einen Kragen haben.
Ich wurde auch schon mal verwarnt, weil ich keinen Kragen anhab. Ja. Aber ich finde, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. So. Nee, ich finde es auch, ja, ja. Also das ist ja immer dann so das Hauptargument, dass man sagt, ja, in Jeans sollte man jetzt nicht Golf spielen. Das macht, ist auch nicht bequem. Also natürlich sollte man sich Klamotten anziehen, mit denen man halt auch Sport macht. Ne? Ja. Aber das, was ich jetzt anhab, sind halt einfach Sportsachen, oder? Ja, nee, ich find's auch gut. Also diese, ja, ich finde die... Willst du meine Hose haben? Die Joggers finde ich gut, aber diese anderen... Hast du immer Joggers? Die anderen, nee, sind ja auch. Nee. Dann so, aber die waren so. Auch die ist ja so aus so einem. Baggy, ein bisschen baggier und genau. So. So wie der Jason Day. Ja, genau. Ja, Style machst du. Jason Day ein bisschen Vorbild. Also modemäßig. Ah, voll getoppt. Sit. Ah, der ist auch rein. Ja, schaut gut aus. Stopp. Ja, ein bisschen weit, gell? Ja. Ich gebe dir das Loch. Ja. Wie sagt man ja Conceit? Ist es das gleiche Conceit? Ja. Nämlich der deutsche, ja. Das deutsche Golfsprache. Ja. Kannst du alles sagen, ja? Ja, ich Conceit und ich schenke es dir, oder? Ja, genau. Okay, dann sind wir wieder all square. Square, genau. Ich habe noch nie in den USA gespielt, übrigens. Ich muss mal in die USA kommen. Du warst noch nie in den USA? Ich war auch schon in San Francisco, aber noch nie zum Golfspiel. Da hast du noch nicht Golf gespielt. Genau, weil es ist ja, also USA zum Golfspiel ist ja Wahnsinn. Ich meine, da ist ja auch, da spielt ja auch jeder Zweite so ungefähr, oder? Ja, auf alle Fälle. Also du, wie gesagt, du hast halt diese Public-Golfplätze, wo jeder dann, man nennt sie dann die Weekend Warriors, die spielen dann am Wochenende, die gar nicht so richtig spielen und sitzen die ganze Woche am Arbeitstisch und alles halt toll. Also du, ja, wie gesagt, hast du dein Bierchen und jeder spielt Golf. Also es ist auf alle Fälle da gelassen. Ja. Aber man hat halt dann auch den Golf, wo ich auch Mitglied bin, da ist es ein bisschen anders dann. Da kann man so Turniere spielen und so, da spielt man halt ein bisschen ernster und so. Aber jeder kann spielen, also es ist genau. Aber es, finde ich, ändert sich ein bisschen hier. Also jetzt auch, ich glaube, Platzreife ist nicht mehr so streng. Es ist leichter geworden. Also es ist leichter geworden und vor allem, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen cooler. Und dafür arbeiten wir ja auch. Also dafür gibt es so YouTube-Formate. Genau, und so und genau. Nee, das ist super. Ja, ich liebe das YouTube-Golf. Ja, total. Und komm rein. Komm rein. Ja, ein bisschen, ja. Dreh. Ah, Gott. Der ist, glaube ich, ein bisschen kurz. Geh, flieg. Ah, das ist okay. Ja. So, ich stelle es mir auch manchmal so ein bisschen tough vor, einen so berühmten Vater zu haben. Roman, wie war das mit eben Thomas Gottschalk als Papa aufzuwachsen? War das cool? War das immer leicht oder war das auch manchmal ein bisschen schwierig? Ja, wie gesagt, es war jetzt nie schwierig, würde ich sagen, aber manchmal hat schon ein bisschen so genervt. Also wir sind immer, als ich noch in Deutschland in die Schule gegangen bin, was wir immer gerne gemacht haben, dass wir so Fußballtrikots bei Sportcheck, das war immer unser Ding. Bis man dann erstmal dann in den Laden reinkommt, kommen halt dann 50 Leute und stellen sich an und fragen Autogramme und was auch okay ist und so. Mein Vater war immer einer, der es auch immer gegeben hat, was ich auch gut finde und er soll es auch, aber dann hat man dann in einem Moment, wo es dann auf einmal dann, du stehst da eine Stunde so, können wir mal ein Trikot irgendwie irgendwann mal holen? Und das war auch halt der Grund, wieso wir nach Amerika gegangen sind. Da haben wir dieses verschiedene, er hat seine Arbeit hier in Deutschland und wir haben halt dann unsere private Seite, was schon schön war. Mein Vater war immer für mich da, obwohl er so ein busy Typ war, was ich eigentlich sehr schätze und ganz toll fand von ihm, wie er das gemacht hat, muss ich sagen. Ja, okay. Ja. Also ein Vorbild auch. Auf alle Fälle. In der Vaterrolle, ne? Jetzt bist du auch Vater. Genau, genau. Dass wir da was abschauen können. Genau, genau so, ja. Genau cool. So ist es. Oh. Oh ja, der ist gut, Roman. Okay. Ja. Der ist geschenkt zum Paar. Danke, danke. Schön. Ja. Ja, sehr gut. Aber der wäre fast noch rausgegangen. Ja, genau, deswegen muss man ihn sehen. Schönes Paar, ja. Schönes Paar. Und wir bleiben all square. Ja. Super. Genau, ich hab durch. Schöner Schuss. Boah, der ist nicht gut. Wir haben jetzt gerade einen Zweierflight durchgelassen, es ist wirklich gar nichts los. Wir lassen uns super viel Zeit, machen das ganz entspannt. Aber Roman hat auch gesagt, das ist natürlich immer so die Challenge, auch wenn man dann die Kamera dabei hat, so YouTube-Golf macht.
dass die Leute sich da gestört fühlen, sich aufregen. Ne? Wie ist es in den USA? Weil das ist hier in Deutschland, finde ich, schon immer sehr extrem. Ihr habt es ja auch schon mitbekommen in einigen Videos, dass sich Leute beschweren und dann im Clubhaus anrufen. Haben sich Lutscher. Haben sie sich als Lutscher. Das ist auch so gut. Ja. Oh, Entschuldigung, Lotta. Lotta zieht weg. Genau. Kanntest du dieses Wort Lutscher? Ja, ich kann es nur von einem richtigen Lolli-Lutscher oder so. Also aber nicht als Beleidigung. Nicht als Beleidigung. Ich meine, du wahrscheinlich auch nicht. Irgendwie. Das hat also, ich habe schon mal gehört, aber ich wurde noch nie Lutscher genannt. Also. Ja, das finde ich auch irgendwie bei Eichenried so. Keine Ahnung, ob es nur die sind. Also ich will die jetzt nicht aussingeln oder so, aber da kommen viele, um einfach nur so gesehen zu werden. Die machen, ich habe gehört, manche machen einfach nur ein Tea Time, um gar nicht mal zu spielen nur damit sie den ersten Tea Time haben. Ja. Ich verstehe das auch nicht. Aber man muss schon, ich meine, solange man das Spiel nicht aufhält, ist alles okay. Dann ist man, das war auch das letzte Mal, das habe ich dann mit meinem Dad gemacht, die Folge, und auf einmal fängt dann direkt hinter mir, haben sie ein Junior-Turnier angefangen und auf einmal kommen da lauter Junioren, die spielen so schnell. Aha. Und die haben dann richtig gespielt, aber wir haben ja auch nicht richtig keine Runde gespielt. Ihr wart ja im Kart, glaube ich auch, gell? Genau, und da waren wir im Kart und so, aber das ist halt dann das Stressige, wenn dann auf einmal Leute hinter dir sind und du musst dieses Pace of Play machen und das sind ja Tee Times jede, was weiß ich, 10 Minuten und so. Ja, ich glaube, der ist okay da. Der ist perfekt, ja. Ja, der ist gut. Wie meiner. Ist okay, ja. So ein bisschen hässlich. Ja, genau. So ein bisschen dünn getroffen. So ein good bad one. Ja. Jetzt mache ich ja den YouTube-Kanal, um Golf spielen zu dürfen. Und natürlich, vielleicht klappt es ja auch irgendwann, dass man sowas hauptberuflich macht. Das weiß ich nicht. Das ist natürlich auch so ein bisschen, davon träumt man rum. Genau, ist das bei dir auch so, dass du wirklich sagst so, hey, eines Tages nur noch YouTube-Golf? Ich glaube, davon träumt jeder. Aber wie gesagt, ich habe jetzt dich jetzt mal kennengelernt und den Kevin Werner auch, und wenn da die ganzen YouTuber zusammenhalten und so. Noch sind zusammen, wir keine... Zusammen ist man stärker genau, als ja. alleine und das, da muss man mal schauen, ja. Ja. Der kriegt natürlich jetzt Wind. Jetzt kommt der Wind. Ja, das zieht alles nach rechts. Ja, oh ja, doch. Ja, genau, das war, deswegen wollte ich weniger nehmen, das ist aber gut so, glaube ich. Ja. Geh! Geh! Der ist besser auf alle Fälle. Der ist besser, ja. Danke. Sehr gut. Oh, der reicht nicht. Ah, oh, schöner Part. Der passt. So, Roman, jetzt. Pressure. Ja, genau, ja. Den musst du machen. Ja. Oh, Parfaust. Ja, danke. Parfaust und One Up. One Up, ja. Das gibt's ja auch in jeder gut Golf-Folge, ein kleines What's in my bag. Also ich habe den Titleist Driver. Hier sind auch die Headcovers. Ja, die sind alle geil bei dir. Das Coole, das ist ein Golfplatz, einer meiner Lieblingsgolfplätze in Half Moon Bay. Aha. In Nordkalifornien, wo ich immer mit der Familie hingehe, wo der Opa von meiner Frau wohnt. Und da machen wir immer so ein Haus dort, das ist direkt an so einem Golfplatz, ganz toll. Ocean Course, den liebe ich. Und hier habe ich ja den Titleist Driver, TSR. Und dann habe ich das Holz, da habe ich den Vorgänger, den TS2 noch, aber mit Captain America. Das ist so, das ist in San Diego. Das ist dieser Scotty Cameron. Ja, da haben die einen Laden. Aha. Deswegen, da muss ich dir von dem Putter erzählen, den ich in Kalifornien habe. Da ist so ein Studio, Aha. da gehen die Spieler hin und da kannst du dir Putter-Fitting machen und die haben lauter so Sachen und personalisieren. Und der Aha. hatte dieses Insert, wie der Tiger hatte, der hatte alles, das German Stainless Steel. Aha. Das ist dieser weiche Insert und das ist so schön. Also der hatte natürlich alles German Stainless Steel, der Tiger. Das war dieser verrückte Putter, der, ich glaube, für... Was ist nicht, wie viel gegangen. Aber hier, da habe ich das Hybrid, ja. Dreier Hybrid ja. und Eisen 4, 4 bis 9, die Titleist T100S. Aber du spielst Blades, oder? Ja, das sind so, ja, anscheinend, ich weiß auch nicht warum. Ich sollte wahrscheinlich gar nicht, aber sie schauen irgendwie immer sexy aus und sehe ich auch bei dir. Und dann hier die meine Wedges 50, 56 und 60. Und schau, sieht man da die Stamping. Ja, da stimmt, Stamping. Hast du dich ausgetobt. Die Vokies sind immer noch die besten Wedges. Aha.
für mich, finde ich. Also ja. Die habe ich jetzt auch immer innerhalb jetzt ein neues Set. Und hier ist das habe ich jetzt neu. Der ist richtig geil. Also wie gesagt, auf den warte ich auch. Wie gesagt, das ist der Cruiser. Der ist ein bisschen lang für mich, aber der ist cool. Mein Scotty ist noch immer mein Liebling. Den darf ich nie weglassen. Ja. Deswegen habe ich in Amerika gelassen. Da spiele ich mehr dann. Ja. Aber dann hast du immer Laser dabei, Bürste und... Bürste, das ist was ganz Tolles. Ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt. Das habe ich mir jetzt gerade zugelegt. Da kannst du Wasser reintun. Ah, okay. Und jetzt ist es jetzt eigentlich sauber. Dann tust du das so drücken. Und dann ist alles sauber. Schlau, oder? Ich bin immer so, ich mag immer meine Grooves eigentlich sehr sauber haben, obwohl es, keine Ahnung, macht dann auch keinen Unterschied. Aber es ist irgendwie so, man muss einfach so tun, dass man es kann und dann, Genau. ein bisschen rausgekommen, aber geht. Ja, Hauptsache nicht da vorne rein, ey. Ja passt. Sehr gut. Nein, Sebastian. Ich bin so schlecht. Also ich musste droppen. Hab jetzt so 170 Meter ins Grün. Ich spiele jetzt hier mein Eisen 7. Ist okay, sichere Seite. Ja. Ja, guter Schlag. Das ist dünn, aber gut. Dünn, Flieg. Aber gut, ja. 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 Auf dem Grün. Sehr danke, gut. Danke. Das Gute bei dem Loch ist ja, dass ich einen vorhab, Roman. Ja, genau. Aber du hast ihn ins Wasser gehauen, also sind wir jetzt eigentlich gleich. Also. Das stimmt, ja. Das stimmt. Jetzt sind wir gleich. Ich liege jetzt auf 3, Roman auf 2, Patte zum Birdie und ich muss jetzt gleich mal gucken, ob ich es schon aufs Grün geschafft habe. Ich glaube, der ist ein bisschen zu kurz gewesen. Gell? Ja, aber war sicher gespielt. War die bessere Entscheidung, links zu spielen, auf alle Fälle für dich. Was sagt deine Familie so zum YouTube-Golfen? Supporten die dich? Die lieben das. Also wie gesagt, mein Sohn, den bringe ich jetzt auch in Golf. Der habe ich jetzt auch diese US Kids Golfschläger, seine zweites Set, weil der jetzt auch hoch schießt. Ja. Mit dem mache ich das auch gerne. Wie gesagt, meine Frau, ich habe ja auch eine Folge mit ihr gemacht, aber die war leider nicht so gut. Aber sie spielt auch. Sie spielt, aber keine Ahnung, jeder macht das so verschieden. Ich spiele eigentlich gerne. Ich meine, ich liebe sie und so, aber ich sehe das eher irgendwie als mein auch Hobby, wo ich dann alleine auf dem Golfplatz, ohne sie, ein paar Leute sind ja total anders, zum Beispiel der Mike Krüger, der liebt es jetzt halt mit ihr Golf zu spielen, mit seiner Frau. Mit deiner Frau? Nein. Nee, mit ihr, genau. Mit seiner Frau und findet es sowas von toll. Ja, jeder muss das machen, wie er will, aber für mich ist es halt sowas, mit den Buddies irgendwie rauszugehen. Für mich ist es halt so, Schön. Stopp. Richtige Idee, ja. Der war schön, aber... Danke. Und Fall. Oh, Fall. Komm rein, einmal. Nein. Schade. Aber die richtige Linie. Geschenkt zum Paar. Danke. Das heißt, jetzt habe ich schon wieder Pressure hier. Schön. Sehr schön. Also geteilt. Du kriegst die Paarfaust. Ja, sehr schön. Sehr gut. Ich glaube, der wird kurz sein. Flieg, Bunker vielleicht. Oh ja, ist okay. Auch gut. Ja. Ein bisschen dünn, ja, der muss fliegen. Wenn er nicht kurz zu kurz ist, ha? Ja. Ah, okay, bisschen kurz, aber bisschen ja, richtige kurz, Linie. Aber. Roman, wer ist denn dein Lieblingsgolfer? Hast du jemanden? Eher ein Deutscher oder ein Ami? Wer ist im Moment so mein Lieblingsgolfer? Ja, schon so John Rahm, aber dann ist er so zu Liv. Magst du Liv nicht so? Ja, ich bin nicht so Fan von dem Konzept. So. Also ich bin schon eher so von der PGA Tour so ein Fan, wie sich dann die Spieler so rein ins Turnier und auf die PGA Tour so reinspielen können. Das ist mir schon irgendwie lieber. Die spielen einfach für mehr und so. Und deswegen, obwohl ich liebe den, also zum Beispiel den Bryson auch so bei den Majors und so, den zuzuschauen. Aber und ich finde die auch toll auf YouTube, das finde ich gut, aber ich schaue mir dieses Live jetzt gar nicht so richtig. Aber PGA Tour schaust du schon auch? Ja, schon so am Sonntag und so. Und ich nehme es mir dann manchmal auf und so und versuche dann nicht mein Handy zu checken. Nämlich man sieht ja dann gleich, und ein Freund schreibt mir, wer da gewonnen hat. Aber dann kann ich dann vorspulen und so, wer die Führer sind und so. Ja. Wo ist der Break? Oh man. Sehr schön. Ja, der ist gut, der ist geschenkt. Danke, nehme ich natürlich. Oh. Ui, mit Ehrenrunde. Genau, ja. Danke, danke. Paarfaust, aber Loch leider
Leider an mich. Also nicht leider. All square, all square, all square, ja. Also Roman, wir drücken natürlich die Daumen, dass das hier alles funktioniert mit unseren beiden YouTube-Kanälen. Mhm, aber klar. Was wäre für dich so ein Plan B? Also wenn du sagst, okay, es funktioniert nicht, was würdest du dann machen? Ja, dann finde ich wohne ja da in San Diego. Da sind ja diese ganzen Golffirmen wie Adidas Golf oder da kann man vielleicht wieder dann bei so einer Golffirma sich da wieder so reinarbeiten. Und also so, es ist schon die Golfbranche, die dich dann interessiert. Auf alle Fälle, ja, die Golfbranche. Kommst du dann nicht nach Deutschland und machst Wetten, das? Oh Gott, ja. Also das wie ist, oft wurdest du das gefragt in deinem Leben? Ich wurde eigentlich das noch nie so richtig gefragt vor der Kamera, um ehrlich zu sein. Aber ich meine, diese Fußstapfen zu füllen, die mein Vater da hat, das ist einfach, da kann man nur scheitern, um ehrlich zu sein. Und es kann auch keiner so gut machen wie er. Ich meine, es ist schon was anderes, hier jetzt vor einer Kamera zu reden und so. Und ich bin da auch schon ein bisschen eher schüchterner Typ und so, aber... Schaut dein Papa die Videos? Ja, will ich schon hoffen. Also ich bin mir sicher, er ist zwar nicht so der... Sonst gibt's Ärger. Genau, ja, also er ist jetzt nicht so der Social-Media-Typ, um ehrlich zu sein. Aha. Aber ja, keine Ahnung, aber... Ja, vielleicht kann er schon dann mal nochmal eine Folge mit mir machen, mal schauen, was wird. Das müssen wir jetzt mal kurz zeigen hier, deine Cappy. Oh ja, genau. Mal, lass mich die mal abfilmen. Da, du hast nämlich ein eigenes Logo, was ziemlich cool ist. Hast du selber designt? Ja, das war so mein Design. Natürlich habe ich den Bart und so. Manchmal überlege ich mir, den jetzt dann irgendwie zu schneiden, aber jetzt kann ich es nicht mehr. Das wäre doch ein guter... Pass auf, wenn du heute verlierst, dann muss der Bart weg. Genau, das kann ich jetzt nicht mehr mit dem Logo. Deswegen muss das so bleiben. Aber ja, ich liebe meinen Bart. Und ich habe sogar, ich weiß nicht, ich kann es ja jetzt, ich habe sogar hier für dich. Ah! Das sind echt gute Mützen. Da kannst du zwei gleich. Was habe ich denn heute auf? Eine weiße, gell? Ich glaube, ich bin eher der weiße Typ. Der weiße Typ. Kriege ich eine? Ja, auf alle Fälle. Ja, cool. Nee, die sind gut. Ich ziehe die jetzt sofort. Genau, auf. Lass uns für die letzten zwei Löcher spielen wir hier mit deiner Cap. Sollen wir eine verlosen? Können wir machen. Nimm die zum Verlosen, ja. Genau, die kommt dann, die Cappy kommt dann mit so einer, mit den ganzen Tees so drin. genau, dann machen wir. Also Cap und Tees ist ein Preis. Wenn ihr die Cappy und die Tees haben wollt, dann packt mal in die Kommentare eure Lieblingswette bei Wetten, dass. Da gibt es hier die hellblaue Golf mit Gotcha Cap und die Tees von Mike. Also, viel Erfolg. Ah, bleib. Wieder so ein bisschen. Links, bleib. Ja, ich glaube, der ist drauf. Also, ich habe den hüpfen sehen. Ja, ist der okay. Der sollte schon passen. Ja, der ist leider rechts, aber... Ja, Glück für mich. Glück für dich. aber der sollte... Ah, ist okay. Ich glaube, der ist auf dem Grün. Der sollte auf dem Grün sein, ja. Also Roman, wir haben ja gesagt, wir spielen um das Abendessen, das berühmte. Aber damit es auch was ist, was ihr mitnehmen könnt, pass auf. Wenn ich gewinnen sollte, dann musst du bei einem deiner nächsten Videos auf deinem YouTube-Kanal vorm Spiel und nach dem Spiel gut Golf sagen. Ja, okay? Klar. Okay. Und wenn du gewinnst, dann ziehe ich ein Video lang hier die Cap auf. Die Golf mit Gotcha Cap. Okay, ja, perfekt. Ist das ein Deal? Ja, wobei, das ist ja die ganze Zeit dann im Bild. Da musst du 20 Mal gut Golf sagen. Ja, sag ich ja. Ich spiele heute gut Golf. Ja, das sagt man oder 10 Mal. 10 Mal ist fair. 10 Mal, okay? 10 Mal gut Golf einbauen. Ja, klar. Das ist so. Aber auch wirklich so, hey, kein schönes Spiel, sondern gut Golf. Gut Golf, genau. Obwohl ich nicht gut Golf spiele, trotzdem gut Golf. Wirst du erkannt? Angesprochen manchmal? Oder? Nee, überhaupt nicht so richtig. Also es ist komischerweise ist einmal mir, keine Ahnung, wieso das überhaupt passiert ist, aber ich glaube, da war irgendwas in der Zeitung, vielleicht irgendwann mal, aber da ist irgendwas... Aber das haben wir einmal ein Autogramm. Also normalerweise, ich bin halt nicht oft genug hier, aber ich hoffe jetzt, mit YouTube hoffe ich jetzt nicht mehr. Ja, weil du hast schon Presse bekommen. Also ich meine, die haben ja alle was über dich gemacht, so ProSieben TAF und genau, so. Genau, ja, genau. Also das war schon jetzt, genau, da habe ich auch so einen journalistischen Typ, der hat das dann auch irgendwie so gemacht. Ja, das hat schon geholfen, also, aber das war jetzt nicht so das große, die große Presse. Es waren so alles diese Yellow Pages oder wie Yellow Press oder so. Der Leiber ist doch nicht so toll, aber naja. Bist du zufrieden? Ja, nicht optimal, aber der Leiber war nicht gut, also muss ich sagen. Aber ja, ist okay. Geh. Oh ja. Komm. Oh, nee. Ja, der ist geschenkt. Ja, danke. Guter Stroke. Oh. Nein! Der lippt aus. Von der Geschwindigkeit war es ein guter Stroke. Naja. Ui, aber damit gehen wir all square. Ja, das macht es interessant. Auf das die 18. Den hast du mit Absicht verpasst. Nein, habe ich nicht. Also. Hab ich nicht. Ach so, stimmt, hab ich.
Das ist ein super Abschlag. Endlich, ja, gut. Bravo. Danke. Schön. Ja, das ist der schönste Schlag, glaube ich, heute gewesen. Sehr schön. Boah, aber ich war das ganz geht schön. Das war mein Driver, ja. Ich war ganz schön nervös gerade, Roman. Ja, das ist diese Pressure, ja. Jetzt lebst du so in beiden Welten, in der USA-Welt und in der deutschen Welt. Das sind ja auch komplett gegensätzliche Welten, ne? Ja. Yeah. Was würdest du so sagen, ist typisch deutsch? So eine Sache, was ist typisch amerikanisch? Was mir immer auffällt in Deutschland, so wenn man zum Beispiel am Flughafen ist, was meine Frau immer verrückt macht und so, bevor irgendwie man schon das Boarding macht oder so, da steht schon dann gleich eine Stunde davor, steht er schon am Platz und wartet, bis er irgendwie in den Flieger reingehen kann. Und das ist sowas von entspannt in Amerika, das ist total anders. Da, ja. Da kriege ich immer, das macht mich immer, finde ich immer zum Schießen, solche Kleinigkeiten. Ja. Aber ich bin auch immer Deutscher, wenn es jetzt um die Nationalmannschaft und so geht. Und was hast du für einen Pass eigentlich? Fußball, ich habe beide behalten können, was toll war. Ich habe halt dann meinen amerikanischen bekommen und habe fast so jetzt die deutsche, ich konnte den jedenfalls gar nicht mehr behalten, aber ich musste halt dann irgendwie beweisen, meine Beziehungen nach Deutschland. Und das hat dann doch noch geklappt mit der Familie und weil hier viel von meiner Familie wohnt und jetzt konnte ich beide behalten, was mir sehr wichtig ist. Und da kann jetzt auch mein Sohn auch noch den Jugendausweis machen, den kriegt er jetzt auch bald. Dass er irgendwann mal vielleicht nach Deutschland will, ist mir auch wichtig für ihn. Also was ist noch typisch amerikanisch, so, wo du sagst, oh, nee. Ja, so, was ist jetzt so amerikanisch? Also da ist jetzt, ja, vielleicht so diese, ja, genau so diese, wenn jetzt zum Beispiel, das ist eher vielleicht so auch kalifornisch, würde ich fast sagen, wo ich her bin, wenn jetzt du einen fragst, ja, wie geht's dir? Oder wie geht's? Dann sagt er dir, ja, alles ist gut. Und hier in Deutschland, wenn du einen fragst, in Bayern, auch wenn du in Bayern fragst, dann erzählt er dir gleich alle deine Probleme. Da ist mir lieber in Amerika, dass mir einer sagt, es geht ihm gut und ich will nicht seine Probleme hören hier in Deutschland und so. Das ist so eine Sache in Deutschland, ja. Ja, der ist gut. Ja, der schaut gut aus. Ja, ein bisschen kurz. Ein bisschen kurz, ja, okay. Weil ich kürzer greife, ne? Hm? Aber egal, mit dem bin ich happy, weil das muss Roman jetzt erstmal machen. Oh. Wo ist der? Ich glaube, der war ein bisschen lang, aber links. Ja, ist okay. Er ist ein bisschen links. Roman, du hast ja gesagt, du nimmst auch Golfunterricht. So von den Preisen her in den USA, ist das ungefähr wie hier? Ist es teurer, günstiger? Es kommt darauf an, wen du jetzt nimmst. Es ist ja immer, wichtig, einen zu finden, der gut mit dir arbeitet und den du verstehst. Und wenn du das auch dann auf dem Golfplatz mitnehmen kannst, was er dir sagt. Aber da gibt es schon ein paar richtig coole. Ich habe einmal, da bin ich sogar extra nach Arizona. Kennst du Hank Haney? Sagt dir der was? Das ist Mama, der alte Swing-Coach vom Tiger Woods nach Butch Harmon. Aha. Und da habe ich so eine Golfstunde von dem genommen. Das war was ganz Besonderes. Das war natürlich dann, da zahlst du dann so $400 und so. Ja. Es ist schon, aber ist halt so ein Erlebnis und so, mal so ein Profi-Coach zu haben. Oder und so. Für einen aber, Golfplatz, was ist da so eine Mitgliedschaft im Jahr? Was kostet sowas? Boah, das ist ja, ja, das gibt ja manche Golfplätze, die Preise sind verrückt. Du musst da eine Initiation-Fee, musst du erstmal zahlen und so. Also jetzt mein Golfplatz ist okay, aber es gibt so ein paar, wo du, da kostet es 200.000, um erstmal reinzukommen. 2.000 im Monat, das ist verrückt. 2.000 im Monat. Ja, es ist verrückt. Das kann man gar nicht hier vergleichen und so. Ja. Aber es sind halt dann so diese Country Clubs und so. Da gibt es da verschiedene. Und diese Trump-Plätze und so. Da genau. Kommst du wahrscheinlich gar nicht drauf auch, oder? Also ich glaube, die Trump-Plätze sind noch, die kann man noch öffentlich spielen und so. Also die, aber ja, da weigere ich mich manchmal, die zu spielen. Also, aber die sind auch schon schön. Aber aha. Ja, aber es ist Wahnsinn. Also ja, aber du kannst dann auch so Torrey Pines und so, kostet dann, wenn du da nicht wohnst, kostet es dann auch so $250, um den einmal zu spielen. Ja. Also, ja. Schön. Ui, mit dem bin ich zufrieden. Ja, der ist aber noch nicht geschenkt, oder? Der ist geschenkt, ja. Der ist geschenkt? Ja, ja. Okay, warte mal, ich markiere den mal trotzdem, weil nicht, dass du hier so ein, wie Ricky Fowler beim Ryder Cup. Nein. Ui! Nein! Das wird jetzt nochmal spannend. Hab ich jetzt gedacht, der rollt ein bisschen mehr mit meiner 56er, aber habe ich gar nicht gehauen. Ja. No way! Ja, heb ihn auf, ich gebe ihn dir. Starkes Paar. Ja. Das ist die Paarfaust. Paarfaust, ja. Und
so können wir natürlich dieses Match nicht aufhören. Wir gehen ins Stechen. Wir spielen jetzt noch mal ein paar drei und gehen hier mal rüber. Roman, jetzt geht's um alles. Ja. Jetzt geht's um die Wurst. Nee, es ist spannend. Dafür leben ja die YouTuber, für so ein Finish. Das stimmt. Ja, ein paar drei, also hoffentlich geben wir euch gutes Golf. Ja, gut auf Golf. Jeden Fall. Ja. Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir haben kein Birdie gespielt bis hierhin. Genau. Ob jetzt ein Birdie fällt, ne? Ja, genau. Oder Hole in One. Oder Hole in One, ja, genau. Und versucht zu drawen. Draw! Ja, Pin High, aber rechts vom Grün. Ja, ein bisschen nach rechts gegangen, aber ist okay. Ah, ist bei mir. Der liegt bei dir, aber ist kürzer. Ja. Der ist kürzer als deiner, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich im Schatten da. Ich habe ihn nicht aufkommen sehen, aber ja, der muss da sein. Schön. Ja, aber der ist zu lang. Ja, aber trotzdem, der war die richtige Idee. Du willst ihn nicht so stecken lassen da. Ja, ja, der ist super. Ist okay, danke. Aber ja, den möchte ich noch sehen. Ja, glaube ich auch, ja. Uff. Nein! Fism. Fism auch noch. Auch noch der Fism. Ja. Jetzt kannst du ganz. Eigentlich ist der geschenkt, Roman. Ja. Den, also mach ihn für den Sound. Ja, genau. Ja, bravo. Danke. Und herzlichen Glückwunsch. Ja, hat euch Spaß gemacht. Mir auch, ja, Roman. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, war danke. Super. Also das waren nicht 18 Loch, nicht 9 Loch, 10 Loch mit Roman Gottschalk. Danke dir fürs Mitmachen nochmal. Hat wirklich Spaß gemacht, ja. Als guter Gastgeber lässt man seinen Gast natürlich gewinnen. Genau, das machst du irgendwie öfter. So, ja, ja. Schön, ja, den Spruch habe ich jetzt nochmal verdient. Nein, aber Roman hat überzeugend und auch verdient jetzt auf dem letzten Loch mit einem Paar ist es für ihn. Ja, genau. Zu gewinnen, finde ich. Wenn du jetzt irgendwie eine 4-5 gespielt hättest und ich hätte eine 6-7, dann hätte ich mich geärgert. Aber ja, so. Ja. Genau. Was ich auf jeden Fall mache, ich mache ein Video hier mit der Golf mit Gottschalk Cap. Mhm. Wettschulden sind Ehrenschulden, das löse ich natürlich ein. Ja, genau. Und dir alles Gute. Danke. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Auf alle Fälle. Dann auf deinem Kanal. Wie gesagt, alle Infos zu Roman sind unten drin. Mhm. Für euch ganz wichtig, hier neben mir könnt ihr den Kanal abonnieren. Abos helfen mir und auch Roman. Also wenn ihr die Kanäle supporten wollt, dann würden wir uns sehr freuen. Ja. Und hier rechts von Roman, also links von Roman für euch im Bild, da könnt ihr nochmal die letzte registrierte Privatrunde schauen, die ich gespielt habe. Mhm. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Gut Golf und Roman, dir alles Gute. Danke dir. Ciao. Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Ja. Danke.